Schön drin. Drücke. Ihr merkt das da. Guck mal, wie diese Schuld. Weiß nicht, ne? So. Servus. Omas gefüllte Maishähnchen machen wir heute. Ne? Wir machen heute ein Rezept. Backofen, Pfanne oder auf dem Grill. Jeder wie er will. Hopp, wir legen los. Was brauchen wir dazu? Hähnchenbrust. Dann machen wir die Füllung. Machen wir die Maisfüllung, besteht aus klassisch Semmel, Knödel, Teig, das heißt Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Croutons, ne? Frische Petersilie, habe ich schon gleich gehabt. Eier brauchen wir dazu, Milch, mindestens Zimmertemperatur und Mais, weil es für eine Maisfüllung gibt. Ja, und dann machen wir. Butter brauchen wir dort lediglich 2 Bouillonwürfel, schwarzer Pfeffer und Paprika. Genaues Rezept, genau Mengeangabe, immer auf, ich glaube im Rezept habe ich es auf 2 Hähnchenbrüste. Und dann könnt ihr dann das aufteilen, wie ihr wollt. Ne? Jetzt fangen wir an doch drauf. Dann rutscht das jetzt so. Ne? Und dann machen wir hier unser. Ah, der frische Peterle, das riecht schon. Ne? So, Salz, Pfeffer, Muskatnuss. Und die Eier noch hin. Und Milch. So. Das muss eben gut vermengen und muss durchziehen. Ne? Sogar ein bisschen weicher, auf jeden Fall weicher, wie wenn man Knödel macht. Ne? Das kriegt die Bindung durch das viele Ei, wo wir drin haben. Dann braucht er einfach keine Angst zu haben. So, guck mal. Schön weich. Ne? Das soll so richtig, wirklich so wie cremig sein. Ne? Dann ist das richtig. Und jetzt machen wir unser Mais. Ne? So. Ah, das wird richtig lecker. Ne? So, das tun wir jetzt unterheben. Ah, jetzt riecht mir auch schon der Mais. Richtig lecker. So, und jetzt können wir hier gehen und machen das so zusammen. Dann können wir das hier schon. Typische Spritzbeutel, sieht man 100er Weiß, kostet gar nicht viel. Und dann machen wir das da drin. Guck mal, das geht bis ohne. Siehst du das? Ich hab's schnell drücken. Ah, dann machen wir noch ein bisschen, ne? Geht noch was, ne? Herrlich. So, damit ich auch nicht ganz bis auf die Fülle hier zudrehe. Aber ich gucke, kann ich das ein bisschen zudrehen, ne? Da könnt ihr das noch unten drücken. Gucken wir mal. So, das legen wir uns jetzt neben hier. Da haben wir noch, da können wir später auffüllen. Und jetzt machen wir das ist eine ganz einfache Geschichte, ne? Guck mal, wir nehmen so klassische Hähnchenbrust. Wie die aussieht halt, ne? Kennt ihr ja. Und jetzt schneiden wir. Nämlich von hier. Ne, wir schneiden von hier. Ne? Hier schneiden wir rein. Hier rein. Und dann geben wir mit dem Messer hier rüber. Okay? Hier rein. Und dann geben wir mit dem Messer hier rüber. Prima. Ne? So, und jetzt zeige ich euch mal die Füllung. Bleibt dabei. Das wird jetzt hochinteressant. Wir müssen es ein bisschen breiter aufschneiden. Ja. So, das tun wir natürlich schon wieder rein. So, und jetzt gucken wir da rein. Eine Aufnahme, schön rein. Ja. Oh, siehst du, wie die sich. Herrlich, oder? Guck mal, wie diese Shake gefüllt hat, ne? Ganz einfaches Rezept. Da ist schon die erste fertig. Dann machen wir gleich die nächste. Komm, zack, ne? So.
schön drin. Drücke, ihr merkt es da, guck mal, wie diese Schuld. Zack. Fertig, fertig. So. Und dann schnell sauber. So, dann machen wir hier, guck mal. Dann die Pfanne an. So, herrlich. So hast du die Oma gemacht. Du hast immer oben drauf gelegt, ne, auf die Bude. Das ist nämlich gar nicht so heiß, oder? So. So, schön geschmolzen. Die Pfanne ist heiß. Ein bisschen Öl, gucken wir mal. Gleich ein bisschen Öl drin. Ich habe vorhin zu viel drin gemacht, ich habe sie ein bisschen rausgenommen. Gleich ein bisschen Öl drin. Und jetzt gehen wir hier. Gucken wir mal. Oh. Nehmen wir die rein, ne? Das tun wir jetzt anbraten. So, und jetzt machen wir hier, gucken wir. Die Butterbrille. Oh, hat sich gerupft. Alles. Gucken wir mal. Drehen wir rum. Jetzt haben wir es zum Schluss drin gelegt. Machen wir ein bisschen. Jetzt kann man immer nur kurz anbraten. Die letzte, gucken wir mal. Ah, oh, das ist gut. Und jetzt machen wir, ne, das ist Mozzarella drauf. Schön überall Mozzarella drauf. Richtig lecker. Und auch der Backofen, ne? Na dran. So, Vollgas. Backofen Vollgas. Omas gefülltes Maishähnchen, guck mal. Natürlich, der Bandila habe ich geändert. Welchen Käse, ne? Käse muss dabei. Guck mal. Herrlich. Maishähnchen, herrlich. Mm. Komm, guck mal doch. Guck doch mal. Ja? Oh. Mm. Mmh. Richtig, richtig lecker. Einfaches Rezept, geht schnell, ganz einfach und richtig lecker. Hopp, bleiben gesund. Bis zum nächsten in diesem Theater. Hallen euch.